Ja, wenn mein Gegner einer bereit wäre, könnte ich auch machen. Ich bin bereit. Meine Gegner. Muss nur einer bereit machen. Jetzt ist da einer bereit. Im Moment läuft einfach gar nichts. Ist auch nicht wieso. So, wohin gehen Versuch wir? du bei A, ich versuch bei B. Okay. Ich bin fast schon sicher, bin, dass sie nach A gehen. Ich sprinte durch und leg sie gleich. Bombe liegt bei B. Einer ist bei B, bei A so, und die kommen jetzt zu dir hin. Gut. Zweiter kommt auch. Sucherdrohne müsste noch vor mir aktiv sein. Haben sie nicht mehr. Meinst du? Da ist er noch. Jetzt Sehr ist recht nicht mehr. schön. Sehr schön. Ja, aber auch wieder ein gutes Tag-Team, ne? Sollen wir beide nachher direkt? Ja. Kann jetzt eh nicht mehr sprinten. Diese Taktik lohnt sich nur, wenn einer sprinten kann. Da sind sie. Was? Ich hab links im Blick, links ist nix. Geh nach B, geh nach B. Ich lenke sie hier ab. Ist bloß nur einer. Ja, ist doch egal. Das wird bloß einer hier sein. Hinter mir. Ach, scheiße. Na, okay. Ricky macht's, ne? Die Para ist böse, oder? Ja. Die ist wirklich böse, wie bekommt man die? Die Para musst du erstmal freispielen. Und damit die aber so abgeht wie meine, musst du nur Haufen freischalten für die und auch nur ein, zwei Sachen kaufen. Okay. Die Para an sich streut eigentlich wie so ein Flaggschiff. Ich habe meine aber komplett nur auf Präzision gemacht. Hast zwar dadurch einen Bewegungsmalus von minus 20, aber dafür kann ich mit dem Ding snipern. Und das Ding braucht Blend. zwei Schuss, dann ist ein Gegner platt. Beim normalen Körpertreffer. Und das zusammen mit der Schussfrequenz und dem und der Genauigkeit ist einfach nur tödlich. Steht direkt hinten an der Ecke, ne? Bam! Superkill. Der kommt nicht mehr. Der saved. Der ist durch die Bombe. Den Kill hole ich mir noch. Ich wollte mir den gerade noch krallen. Ich sag dir, meine Para ist einfach nur böse. Selbst Freddy hat Respekt vor meiner Para. Okay. B jetzt? Ja, lass mal B. Hier kannst du ja mal kurz angucken, was ich alles dran habe. Das Visier, 1,4-fach Zoom. Ach, die habe ich jetzt auch frei. Nur noch nicht Sender geskillt. Die muss es gehen und dann voll auf Präzision, dann geht die so böse ab. Lass mich vorgehen. Die sind hier, pass auf. Einen habe ich. Ich plant. Kannst du mich schützen nehmen? Ich stehe draußen in der Ecke und habe die Tür im Blick. Nee, geh woanders hin. Die Tür habe ich im Blick.
Okay. Wo soll ich hin? Genau das solltest du im Blick haben. Der kommt durch den Gang von hinten. Das ist doch egal. Habe ich gemacht? Ich sprint nach B durch. Okay. Ich gehe Mitte. Ich lenk die mal eben ab, indem ich Granate setze. Ja klar, ich... Die sitzen bei B. Nee, einer sitzt bei A. Einer sitzt bei B. Pass auf, du bist 2 gegen 1. Der Vulpes oder wie der da heißt, hat mich voll erwischt. Der sich versteckt, der Freak, Alter. Da. Jo. Geh da oben, Türe. Hinter, ja. Okay, komm, 4-1. Läuft. Er weiß immer, das war ja top oder top. Entweder er erwischt mich von hinten oder ich ihn. Ja. Aber 4-1. Was willst du? Ne? So. Wohin gehen wir? Geh, ich schätze mich nach A. Okay, dann gehe ich nach B. Bei A habe ich genau meine Deckung, wo ich gut ziehen kann und nicht so schnell gesehen werde. Ja, habe ich auch bei B. Beziehungsweise sehen die mich noch nicht mal, wenn die sich zum Bombenlegen parat machen, aber ich sehe das. Das ist geil an meiner Stellung. Jo! Einer ist bei B. So ein Scheiß, ey. Hatte, als hätte er es gewusst. Krass, ey. So ein Scheiß, ey. Sind beide noch da, ne? Ja, ja. Fuck, sorry. Wechsel doch eben auf Dings. Leichtere Waffe. Einer ist noch da. Halt dich ran, du bist gleich down. Ach, ist jetzt gleich zu Ende. Ja. Na, fuck. 4-2. Komm, 2 Siege müssen wir noch holen, dann haben wir gewonnen. Ah, der Handy war geil. Ja. Ich geh mal in Mitte. Ach, wir sind jetzt zu dritt. Okay. Einer ist A. Einer ist B, so. Ja klar, holt er mich schon wieder, obwohl ich den schon vorher... Wo waren das bei der Holztür? Ja, ja, da bei Dings. In dem Gang. Da wollte gerade einer die Bombe legen. Hast du safe gemacht, oder wie? Der war bei der Bombe legen und ich habe ihn von hinten Handy gedrückt. Kommt. Tack, der hat mich. Egal, einer ist noch da. Dann musst du den noch kriegen. Der läuft nach A. Nee, der hat wahrscheinlich mit dir rechnet, dass wir Bescheid sagen. Hm. Und Scheiß. Und da haben wir auch verloren. Aber okay, wir haben jetzt ein paar Optionen offen. Da wir jetzt zu dritt sind. Geh wieder Mitte und dann komme ich nach B. Einer ist down. LOL. Jeder hat einen erledigt. Nochmal. Der hat sich nur voll schön umgeguckt und hat mich nicht gesehen, Alter. Ja, der Vulpesser macht da immer
denselben Fehler, der geht immer Mitte. Du willst ein Feuerfecht? Komm her. Jetzt da. Ah, scheiße. Ich hab's gesehen. Ganz ruhig. 2 gegen 1 immer noch, also. Ricky dreht durch. Die sind auf dem Weg nach A. Oder R. So. Der rechnet mit, dass ich jetzt nach A laufe. Doch recht. Ich steh da schon. Hat dich aber direkt gut gekillt, wa? Fuck! Sag ich doch, dass er dich gut gekillt hat. Der hat schon öfters mit Sprintern zu tun, ja. Ja, anscheinend. Direkt A? Also ich gehe direkt A. Ich schau mal in die Mitte. Mach das. Der ist von uns. Ricky ist gestorben. Was liegt's bei dir? Sind sie beide bei A oder wie? Nee, er ist bei B. Er bewegt sich aber, warte. Er haut bei B ab. Bewegt sich Richtung Spawnpunkt der Gegner. Gehen nach B. Ja, dass der mich jedes Mal so holt, der Wulpesser. Kann mich immer wieder auf meinen Instinkt verlassen. Der soll abwarten, bis er das Bombenlegen hört. Und sich dann ranschleichen. Ja, kriegt er. Deine Waffe sprayt unglaublich ekelhaft, ne? Ey, das ist mein Paragon-Dauer. Das ist ein MG. LOL. Das noch geholt, nice. Nice. Fall mit der Piste. Ja, okay, der hat den auch schon vorher ein paar Mal gut angehittet, ne? Ja, wobei deine Waffe echt schlimmer sprayt als meine Para, ja. Das hast du mir ein paar Mal zugeguckt, das ist, jetzt hast du ja meine Para in Aktion gesehen, so. Ne? Level 12 erreicht. Na los, lass doch eh ins machen. Jo. Was aber interessant. Warte mal, kurz, ich mach's. So, ich bin auch ready. Sofort. Das war es aber schon 4 Uhr morgens, haben ist hardcore, ey. Mann, oh Mann. Wenn wir bomben sollen, ja, konzentriere ich mich auf B, also wo lange Tunnelfeuer ist.
gleich im Voraus, weil ich relativ direkt mit meiner Para bin, auf Entfernung. Dann kann ich am besten von außen schon einsehen, ob da mich irgendwer erwartet. So wie es aussieht, greifen wir an. Dann gehe ich nach rechts. Ich gehe links. Zwei, eins, meins. Commence your bombing mission and stick together. Seeker drone ready. Bei B hockt einer von denen. Einen habe ich. Der mich zwar voll gut erwischt. Plant. Der andere ist bei A. Ich geh mal unten rum. Erwischt! Boah, ich hatte gerade die Bombe scharf. Checker. Er kam um die Ecke, ich habe den voll in den Arm geballert. Ist voll der Arm weg. Hier aus dürfte ja leicht zu verteidigen sein. Ich behalte die Treppe im Blick. Weil du den Gang. Erster weg. Nice. Und lass mal nächste Runde direkt nach A aufbrechen, ne? Hätte ich gesagt. Weil die rechnen jetzt bei B mit. Ja, weil wir zweimal B schon geholt haben. Nicht zu viert. Gegen zwei. Nee, gegen drei. Den hab ich. Nee, den hab ich. Ja, ich hab trotzdem den Assist bekommen. Durch meinen Headshot. Deckt mich, ich plante. Das war jetzt easy, ey. Wieder AB, würde ich sagen. Das B. Ich gehe wieder von oben, ja. Ah, da steht einer, pass auf. War es kein Assist, obwohl Hitmarker anging. Okay. Naja, egal. Ich guck Dings. Und bei B ist keiner. Ja. Echt? Wäre ich schneller mit Planten oder was? Sieg. Nice Team, ey. Wieder A oder direkt nochmal B? Steht im Chat.
und wieder stehe ich direkt bei dem Vulpessa in Anschlag. Der, Achtung, hinter dir! Kommt früh. Ja, sorry, ich hab's gerade erst gesehen. Das haust du raus. Ja, ich habe auf die Map geguckt. Ich geh B. Einer ist B. Nein, zwei. Einer lebt noch. Ja, ist doch gut. Und der ist bei B, bei A. Kommt, müsst ihr zu euch rüberkommen, wir beide sind down. Ja, komm mit Hypersprint, pass auf. Stell ich auf die Kiste. Auf die Kiste? Wie stellt man sich denn auf die Kiste? Du musst erst auf das Steuerpult springen und dann auf die Kiste. Egal, wir haben gewonnen. Dank meinem Backup. Für nächstes Mal auf Steuerpult drauf, als wenn du aus dem Fenster raus willst, und dann kommst du auf die Kiste hoch. Ach so. Aber wenn man dann von unten kommt, sieht man mich dann nicht direkt? Auf der Kiste nicht, nein. Okay. Da müsste man schon von hier oben vom Landeplatz auskommen und das ist unwahrscheinlich. Bäm, das war der erste. Plant. Achtung, brauch Backup. Jo. Ach so. Der sichert uns von unten. Ich stecke genau unten. Weil von hier aus hast du nämlich beides im Blick, weißt du? Ah, hat er mich. Egal, Zeit rausgeholt. Fuck! Darf er nicht mehr. Kriegst du dafür nicht eigentlich noch einen Kill? 6 zu 1, Alter, das war aber eine flotte Runde. Seitenwechsel. Wieso? Ja, meine ich nur. Kommen noch zwei. Kommen noch zwei. Wir müssen jetzt noch zweimal gewinnen, damit wir gewonnen haben. Ja, ich hab's mal ein bisschen angezogen. Dann gehe ich jetzt mit B. Da oben hockt einer, pass auf. Der hat mich nicht gesehen. Ich hätte ihn so gern mit der Granate getrollt jetzt, ne? Ich glaube, die gehen A. Ja. Und wieder der Vulpessa. Warum kriege ich den Kerl nicht? Achtung, der ist weggerannt von A aus. Ja, egal, der eine hat's. Team Balances will talk. Da können wir aber nichts dafür. Ja. Schick mal zwei Sucherdrohnen los. Du denn? Bei A ist nichts in Sicht, seid ihr bei B? B. Scheiße, wieder der Vulpessa. Wie kann das sein, dass der Kerl mich jedes Mal so flaxt?
Der plantet jetzt gleich bei B. Aber kannst du mir mal erklären, warum ich den Vulpesser so schlecht krieg? Keine Ahnung. Pass auf. Denn dieser Charlie-Kerl, der steht da direkt hinter. Oh, ist doch nicht. Neutralisiert? Ja, ausgeschaltet. Einer lebt noch, ne? Mhm. Das ist der Charlie. Aber versucht zu Dings. Nee, der ist da nicht hinter. Komm, komm, komm. Ja. Sagte ich ja. Charlie ist so ein Camper. Ja, und damit wär's der Sieg. Nice. Ah, der Abschuss war nice, wo der unten an der Treppe hing. Ja. Also von dem hab ich ja nur wirklich nicht viel gesehen. Das war so ein Luckshot, aber der war so übertrieben geil. Ich sag ja, wenn ich weiter mit Paar rumrenne, ist nur der Frage Zeit, bis ich als Hacker abgestempelt werde. Ja. Weil es halt eigentlich ein absolutes Streuschiff ist, ne? Mhm. Ja, weil du hast den ja nicht mal wirklich angeguckt, ne? Und dann geht die eine Kugel aber so quer und trifft den voll Bam. Lol, bin ich ja jetzt an jeder Unten so einer mit positiv KD. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was wie war denn meine KD? 1er. 1er, ja dann. Bei uns im Team alle 1er, außer ich habe 1-3. Läuft doch.